Fast 1000 Schlagerfans feierten förmlich ihre Stars beim Schlagerfestival 2017 in der Kindberger Sporthalle. Ich freue mich riesig, dass wir diese Schlagernacht hier in Kindberg ausrichten können. Und es ist ja gesteckt voll, unsere Sporthalle, und das ist genau das, was wir brauchen. Kindberg ist anscheinend ein guter Boden für solche Großveranstaltungen. Höhepunkt wird Fantasy sein. Ich denke auch. Also die Vorgruppen, die machen richtig gut Stimmung. Die Leute sind richtig gut drauf. Sie gehen mit der Musik, sie klatschen mit, sie singen mit. Und das ist genau der Boden, den Fantasy braucht. Und ich denke, das wird ein super Abend. Das Warm-up mit Erich Fuchs, der auch durchs Programm führte, machte das Publikum schon mal schlagerfit. Nicht alle Wege führen nach Rom. Nicht jeder Rausch macht glücklich, nicht jede Liebe macht dich stark, nicht jeder Traum hält dich. Manchmal könnte ich dich vergessen und dann könnte ich richtig schreien und dann denk ich hin und wieder, wie es wäre, allein zu sein. Das Glitzern vom heutigen Aussehen sehen. Ein Loch und so frisch wie November im Schnee. Was mir ausschaust und wird man sein wenig dabei. Ich kann's mir nicht mehr vorstellen, ohne dir zu sein. Bist wie ein als Erinnerung an den Auftritt hier in Kindberg erhielten Martin und Fredi das Kindberger Kristallherz aus den Händen Sabine Kaltenbrunner, Kulturreferentin, überreicht. Das ist eine tolle Auszeichnung für jeden Künstler, der einmal hier in Kindberg war.